Herzlich willkommen zu meinem Donnerstagsvideo oder besser gesagt zu meinem außerplanmäßigen Bonusvideo diese Woche. Ja, diese Woche möchte ich für euch ein Video mehr produzieren als sonst, weil ich einfach fand, dass ich letzte Woche einmal nicht reden konnte und da war ich einfach dann mehr oder weniger, fand ich das jetzt nicht so gut und fand es dann ja doof, euch mehr oder weniger ein Video zu vorenthalten. Aber egal. Ich weiß jetzt nicht, wie ich das erklären soll, aber auf jeden Fall gibt es diese Woche ein Bonusvideo. Und zwar zum Thema Asperger und Gesichtserkennen. Und da möchte ich euch jetzt einfach mal ein kleines Tipps-Video für alle die Angehörigen oder auch für Leute, die jemanden kennen, der jemanden kennt, der einen Asperger kennt, oder eben so Tipps für den Umgang damit geben. Und ich fange jetzt einfach an. Also für mich, um meine Geschichte ein bisschen zu erzählen, war es so, dass ich eines Tages so gefühlt von ich gehe ins Bett und habe 1000 Leute um mich, zu ich wache auf und ich sehe nur noch verschwommene Silhouetten und keinen einzigen Menschen mehr. Ich habe niemanden mehr, nicht mal mehr meinen Gedanken konnte ich noch an irgendeinen Menschen mich erinnern. Und ja, dann war jeder für mich jemand Unbekanntes, jemand Neues, jemand total Fremdes. Und ja, also fange ich jetzt mit den Tipps an. Immer, ich kann natürlich nur euch Tipps geben, wie es aus meiner Perspektive ist, aber ich möchte euch diese Tipps jetzt einfach geben. Also es ist so, für mich war das Schwierigste, immer dieses, wenn man Leute begegnet, dass die denken, die kennen dich und die gehen eigentlich immer davon aus, nur weil du sie jetzt schon vielleicht das tausendste Mal getroffen hast oder nur weil du Millionen Mal mit ihnen gesprochen hast, dass automatisch du auch weißt, wer sie sind. Und naja, das ist in meinem Fall jetzt nicht so. Und es ist oft so, dass ich dann in dem Moment immer mehr denke, okay, er erzählt was. Könntest du jetzt mal irgendwie deinen Namen einfließen lassen? Okay, immer noch nicht. Und dann ende ich meistens mit, ja, war schön, dich zu treffen. Ich werde meinen Eltern sagen, was es ist, dass du, ja, und ja, oder irgend solche Sachen. Weil ich kann ja nie sagen, hey, Paul, schön, dich gesehen zu haben. Ich meine, oder sowas wie, hey, Suppi, Max, dass wir uns mal wieder treffen. Weil dafür müsste ich ja schon mal wissen, wer die Leute sind. Und ja, deswegen mein erster Tipp, wenn ihr im Umgang mit einem Asperger seid, versucht, wenn ihr ihn trefft, immer erstmal zu sagen, hey, ich bin dein Onkel John, ich bin deine Tante Margot, ich bin dein Cousin Jimmy, also immer den Namen und in welchem, zumindest in welchem Bekanntschaftsgrad wir stehen oder man steht. Oder eben sowas wie, hey, ich bin wer und ich bin die Bekannte von deiner Mutter. Oder eben solche Sachen, damit einfach der Asperger oder auch in meinem Fall, damit du einfach weißt, mit wem hast du es eigentlich gerade zu tun. Dann der nächste Tipp, der geht immer, auch wenn du bekannter bist, auch wenn der Asperger dich erkennen sollte, keine Berührungen. Einfach nicht dieses auf die Schulter klopfen oder irgend solche Sachen machen. Weil stell dir jetzt Folgendes vor, du bist für einen Asperger jemanden komplett Fremdes, jemand komplett Neues. Und es ist nicht so, nur weil du ihn immer wieder triffst und immer wieder erkennst und weißt, wer er ist. Und er weiß er nicht, wer du bist. Und es ist einfach dann so vom Prinzip, wie wenn dich einer auf dem Gemüsemarkt, ein Wildfremder, auf dich zukommt und dich umarmt und sagt, hey, cool, dass wir uns jetzt kennenlernen. Ich meine, das wärst du doch auch unangenehm. Und so in der Art musst du es dir eben auch für uns vorstellen. Weil nur weil wir uns kennen sollten, muss es nicht heißen, dass wir uns auch kennen. Oder zumindest, dass ein Teil der beiden den anderen kennt. Und ja, mein nächster Tipp ist, nicht bedrängen. Ich habe nichts mehr gehasst als die Leute, die dann auf mich zugekommen sind und erwartet haben, ich muss sofort wissen, wer er ist, wie wir uns kennen, warum wir uns kennen. Und er dann immer sagt, na komm schon, du weißt, wir kennen uns doch schon voll lang.
Ich meine, hey, schau, ich bin doch mit deiner Tante hier und da und jenes und wir haben uns beim Geburtstag hier und da mal getroffen und hey, wir sind voll, haben uns voll gut verstanden. Und du dir dann immer nur so denkst, ja, schön für dich, dass du dich noch erinnerst. Vielleicht erinnere ich mich auch dran, aber ich weiß jetzt nicht, wer du bist. Ich weiß, dass ich mal irgendjemanden getroffen habe, vielleicht. Ich kann mich auch an Situationen erinnern, aber deswegen weiß ich noch lange nicht, wer du jetzt bist. Oder ja, sowas. Und da hilft es dann auch nicht, irgendwie zu drängeln oder so zu drängen, sondern da hilft es wirklich dann einfach mal zu sagen, übrigens, ich bin. Weil das ist dann einfach viel einfacher, erspart dem Asperger viel Ärger, erspart dir viel Frust und ja, so kommt man dann auch viel leichter ins Gespräch. Die nächste Sache, was man jetzt mir nicht so unbedingt glauben würde, weil ich Videos ins Internet stelle, ist aber, ich bin tendenziell eher jemand Schüchternes. Und wenn ich neue Leute kennenlerne, bin ich auch immer eher zurückhaltend erstmal. Und wenn ich dann jemanden wieder begegne, auch wenn ich dem schon oft begegnet bin, ist er ja für mich immer wieder jemand Neues. Und deswegen kann es für mich manchmal sehr einschüchternd sein, wenn da jemand einfach da ist. Und es ist dann auch immer sehr erschreckend, wenn diese Person einfach auf mich zugestürmt kommt und mich umarmen will oder irgend sowas. Und das macht mir dann immer persönlich im ersten Moment erstmal Angst und ich fühle mich dann erstmal bedroht, als mehr bedroht, als dass ich das Gefühl habe, hey, der möchte mir was Gutes tun, das ist eine nette Geste. Und ja, ich weiß nicht, wie es bei anderen ist, aber bei mir ist es so, dass ich da dann erstmal mehr so erschrecke und dann erstmal so versteife. Ja, was kann ich noch sagen? Das ist ein bisschen schwierig, weil für mich ist das ja normale Situation. Wenn du jemand bist, also der zum Beispiel der ist oft mit einem Asperger unterwegs ist und viele Leute aus dessen Umfeld kennt, kann es auch manchmal hilfreich sein, wenn du für ihn sagst sowas wie zum Beispiel, oh, hallo Onkel Olli, hallo Onkel Sven, hey, schön euch zu sehen. Weil in dem Moment kann dann der Asperger zumindest, ist er aus der Situation raus, so sich zu erinnern auch noch an den Namen. Und dann kann er wenigstens weiß, ah, es ist jemanden, den wir kennen, das ist jemand, den wir gut kennen. Und ja, dann kann es sein, dass es einfacher wird. Ein Tipp, der nicht hilft, ist, jemanden zu sagen, hey, und ein Gespräch zu führen, als ob man seit Ewigkeiten bekumpelt ist, wenn man die Person nicht mag und wenn man weiß, dass man mit der nicht unbedingt so ewig lange reden möchte, dann hilft es tendenziell auch mal in dem Moment einfach nicht auf dieses Höflichkeitsding zu achten. Weil sonst fängt der Asperger an, auch mit dem anderen zu reden und sich so auf einem Freundschaftsniveau zu reden, weil er eben davon ausgeht, aha, wir sind mit dem befreundet. Und das kann zu sehr peinlichen Situationen führen. Könnt euch da jetzt Geschichten erzählen, wie zum Beispiel von der Schlange im öffentlichen Klo, wo man dann die Bekannte getroffen hat, die man nicht treffen möchte und man sich danach gedacht hat, gelaufen, hätte Mutti gleich mir ein Zeichen gegeben. Ja. Was ist noch? Etwas, was auch manchmal hilfreich ist, wenn du einen Asperger in der Stadt siehst, dann hilft es manchmal mehr, nachhinein daheim bei ihm anzurufen und zu sagen, hey, oder zum Beispiel einem Bekannten zu sagen, hey, wo man weiß, dass der jetzt mit dem sehr dick ist und dass der den auch wirklich erkennt. In meinem Fall wären es dann meine Eltern. Dann hilft es ja manchmal eher zu sagen, hey, ich habe ihn getroffen in der Stadt, anstelle dann in der Stadt vor mich hinzustehen und mir was zu erzählen, weil ich dann in dem Moment eher so dieses Gefühl habe von, ja, warum erzählt er mir jetzt was? Weil ich ja dann in dem Moment wieder einschätzen kann, wer er ist, noch wie ich zu ihm stehe, noch ob ich ihn mag oder nicht mag, weil wenn du da einfach immer fremde Personen hast oder eben ob es wichtig ist, mit ihm zu reden oder nicht. Und auch solche Sachen zu machen wie, und ja, sag deinen Eltern einen Gruß. Oh, ich denke mir dann jedes Mal, ja gut, mache ich gerne, wenn du mir sagst, wer du bist. Ich meine, das läuft dann meistens so, dass ich nach Hause komme und zu meinen Eltern sage, ja,
Ich bin, ich, mich hat jemand in der Stadt angequatscht. Ich glaube, wir haben uns gut unterhalten. Ich glaube, vielleicht haben uns, oder sowas wie, wir haben uns nicht sehr gut unterhalten. Ich fand ihn freundlich, ich fand ihn nicht freundlich. Auf jeden Fall will er, dass ich euch einen Gruß sage oder ein Hallo, ein freundliches oder wie auch immer. Sag, ich weiß nicht, wer es ist. Der wird sich vielleicht bei euch melden. Und es hilft ja dann auch nichts. Und dann Wochen später dann anzurufen, also wenn dann jemand anruft und sagt, zu meinen Eltern beispielsweise, ich habe ja eure Tochter getroffen, hat sie euch den Gruß ausgerichtet? Dann müssen meine Eltern meistens so sagen, ja, hat sie, aber eben, es war nicht spezifisch. Oder sowas wie, ja, sag deinen Eltern, dass sie mich anrufen sollen. Da denke ich mir dann auch schon wieder so, ja, würde ich ja machen, sag mir nur deinen Namen. Und selbst wenn ich dann manchmal frage nach dem Namen, kann es manchmal passieren, dass die Leute den dann einfach mehr oder weniger davon ausgehen. Jeder geht davon aus, dass er wiedererkannt wird und sagt dir deswegen dann nicht den Namen. Und so ins Gespräch einfließen lassen, tun die meistens eben auch nicht. Und ich soll dann wissen, wer der andere ist. Und das ist auch nicht immer unbedingt einfach. Ja, jetzt habe ich noch einen letzten Tipp gehabt, aber jetzt ist er mir leider wieder verschwunden. Deswegen würde ich sagen, mache ich hier für mein Zwischendrin-Video einfach Schluss und wünsche euch noch einen wunderschönen Donnerstag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin, tschüss!